Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur aktuellen Weltwoche Vorschau, Blatt der nächsten Ausgabe. Ich habe hier einen Ausdruck des neuen Titelbilds, das da morgen am Kiosk zu sehen sein wird. Die Dame schemenhaft vor diesem Strom an Flüchtlingen ist unsere Justizministerin, Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Wir haben noch einmal den Entscheid des Bundesrates, 3000 Syrer aufnehmen zu wollen in der Schweiz, zum Gegenstand einer sehr kritischen Auseinandersetzung gemacht. Unser Bundeshausredaktor Hubert Moser leuchtet noch einmal die Hintergründe dieses Entscheides aus, aber auch die Abgründe, die sich öffnen im Bereich des schweizerischen Asylwesens. Das Hauptargument der Weltwoche in diesem Zusammenhang ist ja das: Es ist unverantwortlich vor dem Hintergrund der noch ungelösten Asylprobleme in der Schweiz, jetzt einfach quasi pauschal 3000 Syrer aufnehmen zu wollen, inklusive Familiennachzug etc. Das wird eine gewaltige Belastung für die Sozialsysteme geben. Und es ist auch nicht sachgemäß vom Politischen her, denn das Geld, das hier aufgewendet wird, wäre viel besser angewendet gewesen oder würde viel besser angewendet, wenn man Hilfe vor Ort machen könnte. Denn hier muss man eine wichtige Unterscheidung treffen. Die Weltwoche kritisiert hier die Asylpolitik des Bundesrates, aber wir sind nicht der Meinung, wir sollten uns nicht als Schweiz helfend, vermittelnd und versöhnend betätigen auf Kriegsschauplätzen, aber eben nicht so, wie das jetzt hier gemacht wird. Ebenfalls in diesem Zusammenhang äußert sich Kurt Pelda, Journalist des Jahres und ein sehr erfahrener Berichterstatter aus dem Syrienkrieg. Auch er findet es völlig abwegig, was hier gemacht wird, gerade auch aus humanitären Gründen. Also eine sehr kritische Berichterstattung, die wir hier noch einmal vertiefen. Das zweite Thema, wir haben das das letzte Mal zum Titelthema gemacht, sind diese Missstände im schweizerischen Sozialwesen, bei der Sozialhilfe. Letzte Woche haben wir über den grotesken Fall Cheton G geschrieben, aus Regensdorf, diese völlige Entgleisung dessen, was wir eigentlich vernünftigerweise unter Sozialhilfe verstehen. In dieser Ausgabe konzentrieren sich Philipp Gut und Beat Gigi vor allem auf die Frage, warum so etwas möglich ist. Wie ist das möglich, dass in der Schweiz nachweislich kriminell aktive Menschen Sozialhilfebezüger werden können? Wie ist es auch möglich, dass solche Leute eingebürgert werden und entsprechend dann auch Anrecht auf Sozialhilfe haben? Unsere Kollegen Gigi und Gut konzentrieren sich dann vor allem auf das Kartell der Profiteure, auf jene Leute, die auch in der Verwaltung, in der Politik ein Interesse haben, dass diese Fehlanreize bestehen bleiben. Wolfgang Keudel, unser Reporter, äußerte sich in einem auch Schwerpunktbeitrag zu einem anderen gewichtigen Thema, und zwar vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise beschäftigt er sich mit der Frage, warum eigentlich Russinnen gerade in der Schweiz als Frauen, auch als Frauen, die man heiratet, von größtem Interesse sind. Er hat das dann auf die etwas, ich sage mal, knackige Formel gebracht, dass Russinnen derzeit Schweizer Schlafzimmer im Sturm erobern. Aber eben nicht nur das. Offensichtlich schätzen Schweizer Männer die Russinnen sehr. Und etwas kann ich Ihnen hier schon vorwegnehmen. Das ist also nicht so, weil diese Russinnen besonders pflegeleicht oder wie das vielleicht in gewissen Presseerzeugnissen verbreitet wird, sozusagen geradezu huscheli-mäßige, gefügige Frauen werden, sondern im Gegenteil, es handelt sich hier um sehr starke Persönlichkeiten. Und das bestätigt wieder einmal die These, dass eben nicht der Mann, sondern die Frau das starke Geschlecht ist. Aber in dieses Thema wollen wir jetzt nicht an dieser Stelle eintreten. Weitere Themen in dieser Ausgabe: Porträt der Schriftstellerin Sibylle Berg, ein Besuch bei Christoph Blocher in seinem Schloss in Rezüns, dieses Anlass einer Serie über Schweizer, die in diesem Jahr etwas bewegen. Wir haben noch ein großes Interview mit dem Hollywood-Schauspieler Joaquin Phoenix und ein Porträt der Uhrenfirma im absoluten Luxusbereich Greubel Fosse. Also Sie sehen, ein umfangreiches Paket, das darauf wartet, von Ihnen
gelesen zu werden. Ich freue mich auf Ihr Feedback und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche. Besten Dank.